Heute hält Barack Obama seine Rede zur Reform der Geheimdienste. Was richtig Großes wird da nicht erwartet. Wir berichten ja schon die ganze Woche darüber. Aber vielleicht überrascht uns der US-amerikanische Präsident ja. Heute um 17 Uhr jedenfalls wissen wir mehr. Unterdessen sorgen die Aktivitäten der NSA fast täglich für neue Nachrichten. So berichtet die Zeitung The Guardian gestern, dass der US-Geheimdienst jeden Tag mehrere Millionen SMS scannt. Das neue Jobwunder sozusagen. Bei uns in Deutschland trifft sich heute das neue parlamentarische Kontrollgremium zum ersten Mal. Die sind ja für die Geheimdienste zuständig. In der neuen Zusammensetzung treffen sie sich. Und nach wie vor dabei ist Hans-Christian Ströbele. Amtsantritt hat er jetzt heute Morgen bei Christiane Meyer. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, bei mir hat er den Amtsantritt jetzt nicht so ganz. Aber immerhin, wir sind ja an ihn schon gewöhnt. Guten Morgen, Herr Ströbele. Ja, Sie waren schon lange dabei, Sie sind wieder dabei, Sie sind der einzige Grüne in dem Ausschuss. Aber der Ausschuss ist kleiner geworden, er hat sich reduziert. Wird er dadurch effektiver? Das erwarten sich einige. Ich glaube, dass die Größe da nicht entscheidend ist. Entscheidend ist, dass wir mehr Befugnisse bekommen, aber auch mehr Kapazitäten, mehr Möglichkeiten. Und da ist nicht die Anzahl der Abgeordneten entscheidend. Wir sind ja alle keine Fachleute, beispielsweise im Datenwesen oder Datenschutz oder Ähnlichem, sondern dass wir auch Experten als Referenten oder Leute, die uns zur Seite stehen, bekommen. Dass wir auch Aufträge erteilen können und sagen, geht mal in die Dienste und nehmt euch mal den und den Bereich vor und macht uns dann einen Bericht. Zuständig sind Sie ja nur für die deutschen Dienste. Wir reden heute aber auch über den amerikanischen Dienst, über die NSA. Und Barack Obama wird heute eine Rede halten, 17 Uhr deutscher Zeit oder mitteleuropäischer Zeit. Was erwarten Sie davon und glauben Sie, dass es tatsächlich was verändern wird? Also allein die Tatsache, dass der US-Präsident eine groß angekündigte, große Rede an die Nation hält zu dem NSA-Skandal, zeigt die große Bedeutung, die immense, riesige Bedeutung der Dokumente von Snowden für unsere Privatsphäre, nicht nur für die der Amerikaner, sondern der ganzen Welt und für den Schutz unserer Kommunikationsmöglichkeiten. Es scheint so zu sein, dass er die Verantwortung möglicherweise an den Kongress weitergeben will, dass er selber vielleicht keine großen Einschränkungen vornimmt. Wie sieht es denn aus? Sie hatten ja immer gesagt, man muss auch mit dem amerikanischen Kongress auf der Ebene der Parlamentarier Kontakt haben. Sehen Sie da Hoffnung, dass sich was verändert? Ja, das parlamentarische Kontrollgremium hatte noch in der alten Zusammensetzung, und das ist wohl auch jetzt weiter die Auffassung, beschlossen, sehr intensiv Kontakte zu den Kollegen im US-Kongress zu suchen, mit ihnen zu diskutieren, ihnen die Bedeutung auch für Deutschland, für Europa klarzumachen, dieser ganzen Affäre. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel. Also allein mit der Administration zu reden oder mit den Spionen, also mit der NSA selber zu reden, darüber, was man jetzt machen kann, dass das in Zukunft nicht mehr passiert, dass auch Leute in Deutschland, in Frankreich, in anderen Ländern Europas und der Welt Schutz haben müssen für ihre Privatsphäre. Allein das ist schon eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Glauben Sie denn noch an das No-Spy-Abkommen? Das ist immer überbewertet worden. Ich glaube nicht, dass es überhaupt zustande kommt. Das ist sehr auf der Kippe oder eher vielleicht schon negativ besetzt. Das ist aber, selbst wenn es kommen würde, würde das nur wenige Teile betreffen. Es hieß mal, die Wirtschaft soll dann nicht mehr ausspioniert werden oder die Bundesregierung. Aber was ist mit den Millionen, den zig Millionen von Bundesbürgern und ihren Daten, ihren Kommunikationsdaten? Das ist meiner Ansicht nach das Allerwichtigste. Und das sollte nie in einem No-Spy-Abkommen drinstehen. Wir müssen zur Regelung kommen in Europa. Wir müssen in Europa zusammenstehen, auch die Parlamente anderer europäischer Länder und bei den USA ganz dringend vorstellig werden, dass sich da was ändert, dass das so nicht weitergeht und dass die sehen, so geht man mit Alliierten und Freunden nicht um. Dankeschön, Hans-Christian Ströbele, der noch einmal appelliert hat, dass man mit den Amerikanern wirklich ins Gespräch kommt, vor allen Dingen auch auf parlamentarischer Ebene. Damit zurück zu euch nach Köln.